Wir müssen aus der Vergangenheit lernen und müssen Verbrechen, die heute begangen werden, heute wäre, jetzt wäre ein Moment zum Beispiel, um mal etwas abzuräumen. Jetzt, genau jetzt. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, Herr Lafontaine, weil wir gerade diese Debatte wieder hatten, dieser unsägliche, diese Diskussion um einen Begriff, ja, um Semantik geht es dann. Unrechtsstaat, ja oder nein? War die DDR ein Unrechtsstaat? Wenn ich sage, dass also Unrecht, also wenn ich zunächst mal vom Begriff her nehme, das ist ja notwendig, dass dort viel Unrecht begangen wurde, dann ist das überhaupt keine Frage. Wenn ich aber nur den Begriff des Unrechts nehme, und das ist die Heuchelei, von der ich rede, ist der größte Unrechtsstaat auf der Welt überhaupt, sind die Vereinigten Staaten von Amerika, die nach dem... Jetzt lachen Sie. Ja, das ist verräterisch. Nein, jetzt muss ich zu Ende reden. Dieses Land bringt Millionen Menschen um. Nach dem Zweiten Weltkrieg 20 bis 30 Millionen. Sie bombardieren derzeit Städte in Afghanistan, jetzt wieder werden Bomben abgeworfen, ja, in riesiger Zahl. Wir können doch nicht immer nur mit zweierlei Maß messen. Wenn das Unrecht, Herr Lafontaine, die wollen das nicht gerne hören. Das muss ich mal dann deutlich sagen. Nein, Entschuldigung, ich möchte gerne eine sehr präzise Frage gestellt und bitte einfach nur um eine Antwort. Ja, ich habe doch gesagt, da ist Unrecht begangen worden. Aber Sie relativieren es jetzt. Nein, ich führe Sie auf Ihren großen Widerspruch zurück, dass Sie mit zweierlei Maß messen. Nein. Wenn Sie sagen, ein Staat, der Unrecht begeht, wenn Sie sagen, ein Staat, der Unrecht begeht, ist ein Unrechtsstaat. Sie können doch sagen, Amerika ist für Sie ein Unrechtsstaat und die DDR war es auch. Darauf können wir uns doch einigen. Wenn Sie das so definieren, selbstverständlich. Sie definieren das so. Ich definiere nur den einen Teil. Ich habe Sie ja gefragt, was Sie unter Unrechtsstaat verstehen. Das muss man dann beantworten. Nein, aber worum es mir geht, ist, es ist Wortklauberei, was wir jetzt gerade wieder machen, Herr Lafontaine. Doch, wir fieseln ganz fein auseinander sozusagen den moralischen Begriff des Unrechts und Sie setzen dagegen gegen den juristischen Begriff des Unrechts. Ich will es nur einmal verstehen und begreifen. Warum tun Sie sich da so schwer? Sie alle wissen doch ganz genau, was mit dem Begriff Unrechtsstaat gemeint ist. Nein, das war jetzt fast eine Beleidigung. Niemand in der politischen Diskussion außer Volljuristen definiert das juristisch, sondern es geht doch um einen moralischen Begriff. Es geht schlicht und einfach darum, dass an dieser Stelle schlimm geheuchelt wird und mit doppelter Moral gearbeitet wird. Deswegen habe ich Sie gefragt, was verstehen Sie denn Unrechtsstaat? Und habe versucht, Sie zu einer Antwort zu bewegen. Dann habe ich Ihnen vorgelegt. Sie sind wirklich geschickt. Ich versuche Sie gerade zu einer Antwort zu bewegen und Sie sagen mir, Sie versuchen mich zu einer Antwort zu bewegen. Das hatte ich noch nie. Dann hatten wir die Aussage, ein Staat begeht Unrecht, nennen wir ein Unrechtsstaat. Natürlich war die DDR dann ein Unrechtsstaat, überhaupt keine Frage. Nur, können wir das mal stehen lassen? So? Ja, genau. Bitte tragen Sie es in Ihre Partei. Lassen Sie einfach mal so stehen. Dann müssen Sie aber auch akzeptieren, dass wir im Moment so viele Staaten haben, die große Verbrechen begehen. Und das akzeptiere ich sofort. Der führende Staat des Westens, darauf kommt es mir an, wegen der Doppelmoral und der Heuchelei, der von unserem Boden jetzt jeden Tag mordet. Dieser führende Staat ist für mich ein großer Unrechtsstaat. Und wenn Sie einen Zeugen haben wollen, dann Jimmy Carter. Die USA sind eine korrupte Oligarchie, der kriegerischste Staat der Welt. Was mit Russland? Was mit Russland? Wollen Sie mich jetzt auch noch für Russland fragen? Nein. Sie machen gerade das große Fass USA auf, obwohl ich Sie nur nach Thüringen frage. Dann akzeptieren Sie bitte, dass ich auch nach Russland frage. Das will ich Ihnen gerne sagen. Ja. Russland ist auch eine korrupte Oligarchie. Danke. Okay. Ein Unrechtsstaat? Wollen wir jetzt alle Staaten der Welt durchgehen? Nein. Ich wollte dass nur dort Unrecht begangen wird, keine Frage. Aber es ist ein Unrechtsstaat. Ja, gut. Bei den USA haben Sie eben gerade deutlich gesagt, es ist ein Unrechtsstaat. Ja, sicher. So, ist Russland ein Unrechtsstaat? Ja, die Definition ist doch die Antwort. Wenn Sie sagen, ein Staat, der Unrecht begeht, ist ein Unrechtsstaat, ist Russland ein Unrechtsstaat. Eine